Yo, Freunde, was geht ab? Wir sind gerade auf dem Weg zu diesem Berg nach oben. Oh, kacke, ich habe ein Dings gefilmt, ich habe einen Baum gefilmt. Da wollen wir gerade hoch, das ist der Name, Sigiriya Rock. Und auf jeden Fall sind wir ziemlich spät angekommen, aber wir werden da jetzt auf jeden Fall hochsteppen und nehmen euch mit. Ja, bleibt am besten einfach dran und habt eine geile 10 Minuten mit uns oder so. So, Freunde, ich muss mich jetzt auch mal wieder melden. Ist ja mein Kanal, ihr wollt ja mich sehen. sonst übernimmt Diana den Ball komplett. Wir wollen da oben auf dem Berg. Es geht ab. Jetzt hast du das Handy davor. Sag mal irgendwas. Was soll ich sagen? Weiß nicht. Ich muss so rumlaufen, ist meine gute Seite. Wir fangen erst gerade an, der Guide oder der Taxifahrer, der meinte, wir brauchen eine Stunde hoch. Ich glaube, es werden 2. Ja, ich glaube auch, wir werden ein bisschen länger brauchen. Aber wir sehen uns dann gleich wieder oben. Das ist das Ziel, da oben hin, auf dem Berg. Sonja, hast du Spaß? Nee. Wer bist du nochmal? Hallo, ich bin Laura. Gar nicht anstrengend. Nee. Let's go. So, Sina, du redest doch so gerne vor der Kamera. Hallo! Daniel! Wink mal! Ja! Hier wird nachgeholfen, so sehe ich auch gleich aus. Kann Sina mich da hochschieben. Ja, sich. Zu hell? So, Freunde, wir haben jetzt die Hälfte Zeger geschafft. Ich bin auf jeden Fall nass geschwitzt, sieht man. Ist extrem warm, aber sehr, sehr schön. Ihr seht das Panorama. Ja, jetzt gehen wir gleich ganz hoch. Let's go. Ja, hi, ich bin die Laura und ich habe gestern ja gesagt, ich trinke nur Wasser, also heute nur Wasser. Aber das war im anderen Vlog, das war im letzten Vlog. So ein Muster, ja. Geht's euch gut? Super. Seid ihr fit? Swim überlebt. Ja. Wir haben es jetzt geschafft, wir sind oben. Ja, ist eigentlich der gleiche Ausblick wie gestern. Woo. Aber ja, trotzdem schön. Wer bist du nochmal? Hi, ich bin die Laura. Auch Anschiss. Ja, erzähl mal den Leuten, was passiert ist. Also wir haben gerade die Drohne ausgepackt und kriegen gerade... Jetzt ist Schrott gegangen und jetzt wurden wir mal... Jetzt schauen wir mal, was passiert. Ich glaube... Ja, aber filme nicht. Nee, mache ich nicht, aber ich glaube, du wirst abgeführt. Aber ich bleib stehen. Wenn wir uns nicht mehr sehen, dann sehen wir uns woanders. Hast du ein Handy dabei? Ja, aber ich habe kein Internet. Okay, machen Sie es gut. Viel Spaß. Tschüss. Mach dann unten noch beim Auto, ne? When I see you again. Mach noch ein Foto. Für dich. Ey, fuck, ich hab mich aufgenommen. Der war's nicht. Oh nein. Hallo, Freunde. Wir sind jetzt hier oben auf dem Berg. Guckt ihr mir alle zu? Jetzt wird er schüchtern. Ja, jetzt werde ich schüchtern. Ich bin jetzt hier oben auf dem Berg. Ist schön. Aber ich habe schon wieder Angst vom Runterabgang, vom Abstieg. Das kriege ich mal hin. Das kriege ich mal hin. Laura trägt mich. Gar keinen Fall. Schaut euch mal diese View an, meine lieben Freunde. Ich werde jetzt auch zum Influencer. Ich finde es super. Die Sonne geht gerade unter. Und jetzt eigentlich sieht es scheiße aus. Aber wir tun jetzt einfach mal so, als würde es voll cool ausschauen. Hier haben wir die ganzen Paparazzis, die nur am Fotos machen sind. Hallo? Ja, und der denkt jetzt, er erzählt wieder irgendwelche Geschichten, die eh nicht stimmen. Kacke. So, die Jungs sind wieder zurück. Erzählt mal. Haben wir gesagt, Strafe durch 12 für die schöne Aufnahme? Schon. Sonst behalte ich die. Erzähl mal. Ja, ratet doch mal. Geld. Der hat mit den Handschellen gewackelt. Hat er? Ja, wirklich. Der hat Kollege gerufen, der war richtig außer Atem. Der arme Kerl, der braucht doch eine Zahnspange. Ja, ja, erzähl mal. Nee, was hat er aufgeschrieben? Die sind alle korrupt hier. Nee, 25.000, wenn der das jetzt runterbringt. Wärst du bei, wie viel sind das? Knapp 100, nee, doch 100, nee, 80 Euro, 70, 80 Euro. So, dann hat er geschrieben, ja, bezahl jetzt hier bei mir 15.000. So, dann haben wir so getan, als ob wir nicht genug mit hätten. Haben wir gesagt, ja, was ist mit 10.000? Hat er gesagt, alles klar, gib her. Und dann war gut. Hat dann auch bestochen. 10.000 geht doch voll klar, oder? Ja, 30 Euro. Ist okay. Deswegen eine Runde Shots nachher, dann läuft das. Das war's wert.
So, Freunde, jetzt geht's wieder an den Abstieg mit der ganzen Bande. Jetzt geht's wieder runter. Sonne ist untergegangen. Sah sehr schön aus. Und jetzt gehen wir wieder. Ah, ja, das haben wir natürlich eben auch schon gesehen. Und ja. Ich hab Glück gehabt. Die korrupten Polizisten hier. Hast du gut gemacht. Verlass dich auf die. Ja. Und wenn wir jetzt eine Nacht in der U-Haft. Ja, genau. Warum nicht? Ja, keine Ahnung. Ja, ich mach mit beidem Handy und Dings. Aber halt bitte fest, ja. Ja. Warte. Einfach. Perfekt. Let's go. Ja. Hast du Videomodus? Ja. Oh. Er hat eigentlich keine Angst, nein, hat er gesagt. Jetzt schauen wir mal, wie lange wir nach unten brauchen. Das sieht auf jeden Fall. Ich wusste nicht, dass ich echt so ein bisschen Höhenangst habe. Aber das habe ich von meinem Opa. Dankeschön. Oh. Die Geräusche dabei sind auch wichtig. Aber dafür, Leute, der Ausblick. Wunderschön. Jetzt ist die Sonne leider schon unten. Ist ein bisschen dunkel. Aber der Mann, der macht das gut. Das kriege ich mal hin. Läufst du ein bisschen schneller, bitte? Ein bisschen langsam. Du hältst den ganzen Verkehr hinter mir auf. So, jetzt gucken wir mal, wie das hier wird. Schau mal kurz her. Fuck. Ich glaube, es wird noch schlimmer. Hallo. So, Freunde, ich hab's jetzt hier zu den Mädels ins Auto geschafft. Die sind hier alle am Lästern über die anderen Jungs. Also es sieht ganz schlecht aus für die anderen. Ne? Ja, die sind hier alle am Handy, am Instagram. So sieht es aus. So sieht es aus, wenn Mädels unterwegs waren und danach hier die ganzen Bilder posten und Stories machen und Influencer-Leben leben. Hartes Leben, ja. So, Freunde, wir haben uns jetzt hier versammelt, sind jetzt hier noch essen. Wir haben jetzt hier erstmal die Tische und alles zusammengeschoben, dass wir genug Platz haben. Ja, jetzt wird was gesnackt. So, das erste Essen ist jetzt da. Was gibt's für dich? Schmeckt gut. Partei. Hier gibt's Carbonara und Pizza. Und da drüben, was gibt's da drüben? Gibt's auch Carbonara? Was gibt's da? Da gibt's Pizza. Und der Rest wartet noch. Ich hab Hunger. Jana, was hast du zu essen? Vegetarische Pizza. Mert, was hast du? Holzfeste Pizza. Scheiße, so passiert nicht. Was? Wie fühlst du dich gerade? Gar nicht gut. Warte mal, stopp. Nein, stopp, wir müssen nochmal machen. Aber du kannst ja schneiden, ich lass einfach laufen. Jetzt. Wie geht's dir gerade? Ich warte noch auf mein Essen. Ich habe noch sehr Hunger. Ich habe eben schon ein paar Reste gegessen. Aber. Wie lange wartest du schon? 2 Stunden. Ja, ist witzig, weil wir haben schon fast alle gegessen hier. Alle nur noch am Chillen. Und er hat halt sein Essen immer noch nicht bekommen. Arme Mann. Naja, ganz arme Mann. Bist, damit du noch schön und stark wirst, ne? Warten wir einfach noch, bis was kommt. Ja. Also machen Sie es gut, Freunde, und das fokussiert schon wieder, ne? Guten Morgen, Freunde, was geht ab? Wir haben den nächsten Tag, wir haben sau früh. Wir haben 7 Uhr, seht ihr, 7 Uhr. Wir fahren jetzt zum Zug und dann fahren wir 7 Stunden nach Elle, keine Ahnung, die anderen sitzen oben, ich zeige euch die jetzt mal. Guten Morgen, Party Peoples. Was geht ab? Boah, das sieht ja krass aus.
Sind wir gut drauf? Ist gar nicht scharf. Sigi! Nach 4 Stunden Schlaf oder was haben wir? Nicht mal. Nicht mal. So, Freunde, ich mache euch jetzt mal eine schnelle Roomtour hier von der Unterkunft, in der wir jetzt 3 Tage waren. Hier ist der Eingang, hier geht's hoch. Hier geht's hoch, da ist die Tür. Hier ist noch so ein kleiner Gartenhof. Genau, dann geht's hier rein. Hier links haben wir Jungs uns direkt eingenistet. Da haben wir geschlafen. Daniel, ich, Pascal, Mert. Ja, hier haben wir unser Bad, das habt ihr eben schon mal kurz gesehen. Einen großen Spiegel, Dusche, Toilette. Genau, das war hier unser Room. Dann geht's einmal hier drüben durch. Hier ist nochmal so ein Vorraum, so ein Wohnzimmer. Dann sind hier 2 Mädels, die hier gepennt haben. Mit Balkon sogar, läuft bei denen. Hat auch jeder ein eigenes Bad. Eigentlich, also echt voll geil hier die Unterkunft. Genau, das ist Mädelsraum Nummer 1. Dann geht's hier einmal die Treppe hoch. Dann ist hier nochmal so ein Wohnzimmer. Da ist der Essensraum. Kann ich bei jedem ins Zimmer gehen? Oh, ich mach grad Roomtour. Ja, nicht, dass da irgendwas liegt, was ich nicht sehen will oder so. Oh, Kacke. Genau, dann geht's hier einmal einen langen Gang entlang. Hier ist ein Zimmer. Genau, da waren wieder 2 Mädels, die haben auch sogar einen Balkon. Sogar mit einer schönen View. Schauen wir doch mal. Ja. Schön. Genau, hier ist wieder ein Bad. Auch wieder Dusche, Toilette. Dann hier Schlafzimmer Nummer 4. Ja, eigentlich jeder Raum gleich. Hier auch mit Balkon oder Terrasse. Nicht ganz so schön, aber auch cool. Wo geht das Licht an? Da. Genau, auch wieder das Bad. Das ist eigentlich immer das Gleiche. Dann haben wir hier den nächsten Raum. Auch wieder Bad, brauche ich euch jetzt nicht zeigen. Ist auch wieder das Gleiche. Hier auch wieder eine kleine Terrasse. Ein Bett, ein Spiegel. Jo. Und dann, ich glaube, hier ist sogar auch noch ein Raum. Ja, hier sind nochmal 2 Einzelbetten. Hier hat aber niemand genächtigt. Genau. Schön. Dann ist hier, was ist hier? Ja, hier ist abgeschlossen. Ja. Guck mal hier, hier links die Terrasse. Guck dir die mal an. Apache. Guck dir hier die Terrasse mal an. Guck mal, was ist denn? Was, eine View? Wir haben extra bezahlt, glaube ich. Alter. Crazy, ne? So hatten wir Männer nicht sowas. Ja, deswegen zahlen wir auch weniger. Naja, sind schlecht bei weggekommen. Genau, und dann geht's hier nochmal raus. Oh, hier ist die Sonne jetzt gerade sehr, sehr heftig. Genau, dann ist hier unser Pool. Da haben wir nach der Bar nochmal eine kleine Poolparty gemacht. Das hat auf jeden Fall, war richtig geil. Genau, hier nochmal so eine kleine Terrasse. Wie gesagt, mit Pool und ja, mit Duschen hier noch. Richtig schön die Unterkunft. Also, ja, sehr zu empfehlen. Wie gesagt, jetzt gehen wir gleich, fahren wir zum Zug und dann fahren wir mit dem Zug ins nächste Ort und dann geht's da weiter. Ja, easy. Ich kann die Lippe hochmachen, aber die nicht und kann mit dem zwinkern und mit dem. Und machst du die Kamera hoch? Ja, bei Fotos. Okay, perfekt. How long have you been? What? Okay. Was für ein Ding? Was für ein Ding? Okay, perfekt. Ich kann man lange damit. Okay. See you.
drei Leute fehlen noch. Mert, welche Schüsse rein? Wer fehlt noch? Mert. Da ist unser Fahrer. Der fährt uns. Der fährt uns, der gute Mann. 13. Außer Laura. Zähne frisch geputzt. Alles fresh. Sie. Gut siehst du aus. Da unten stehen sie, wie Falschgeld. Hola! Okay, let's go. Völlig verstört. So, Freunde, wir sind jetzt hier auf einer Teeplantage. Seht ihr, hier sind Teebüsche. Überall wird hier Tee gemacht. Geht hier hinten oben noch weiter. Und ja, auch ganz interessant, aber finde ich, ist jetzt nichts Besonderes. Bin ja auch nicht so der Teetrinker, aber trotzdem mal ganz cool zu sehen. So, jetzt sind wir hier am Wasserfall. Ja, das ist ein kleiner Wasserfall. Die anderen Peoples sind jetzt noch da unten und kraxeln da rum. Ja, ist jetzt nichts Besonderes, ne? Halt ein Wasserfall. So, Freunde, angekommen in der neuen Unterkunft. Hier ist Raum 1. Ist hier jemand da? Ne, hier ist keiner da. Hier ist der Mädels Raum 1. Ja, hier ein Bad, dann Bett. Dann ist hier der zweite Mädelsraum. Hallo! Hey! Hallo! Mal. Perfekt zur richtigen Zeit. Ja, okay. Aber irgendjemand muss ein Video machen. Ich mache ein Video. Aber erst, wenn du aufhörst zu filmen. Was ist das? Was ist das? Das, ich weiß nicht. Der Mann, der starke Mann kommt zur Einen. Ist das auch dein? Oh Junge, das wäre echt gefährlich. Was schwer, ne? Der macht einen auf Inder kurz. Einfach. Ey, oben ist was da, stopp. Wo ist nicht schwer? Wie viel hoch ist das? 16? Das sind mehr als 20. Wenn ich nicht was wieder runter. Wir schmeißen das weiter unten auf. da ist noch eine Mission erfolgreich. Okay, kann ich auch so hoch sein? Alter. Mach mal den hier im Vergleich. Hör mal auf, Alter. Das ist hier nicht deutscher Standard, das ist nicht aufgeprüft. Ist hier nicht so ein. Doch, genau. Das kann ich schmeißen, mein Gott. Mach mal eine Runde Basketball. Top. Dankeschön. Bitteschön. Können wir die Roomtour jetzt machen? Mission erfolgreich. Ja. Ja. Balkon muss ich mal sehen. Das Coolste musst du noch angucken. Schau mal. Da ist der, das sind die Gleise. Oh, guck mal. Freunde, da sind die Gleisen von der Eisenbahn. Da laufen einfach Menschen. Ich dachte gerade, das wäre der Daniel. Guck mal, da laufen die Leute lang. Ist ja cool. Und hier sind die Männer. Da ist Daniel, da bin ich. Pascal und Mert sind oben. Sieht genauso aus wie bei den Mädels. Ja, hier sind wir jetzt erstmal die nächsten 3 Tage. Freunde, wir haben jetzt die Tuk-Tuk-Fahrt unseres Lebens zu viert. Gar nicht eng. Alle Mann mit am Start. Videomodus. Ich weiß. Hallo Freunde, ich bin's wieder. So! So Freunde, wir sind jetzt hier essen. Hier sind die ganzen Leute. 12 Peoples, einer hübscher als der andere. Und wir bestellen uns hier jetzt mal irgendwas zu essen. Ich hoffe, es gibt was Gutes. Bis jetzt hatten wir so ein bisschen Pech, was das angeht. Schauen wir mal, was wird, ne? Jetzt gebe ich mal weiter an die Laura. Was wird? Was wird? Also die Location ist bis jetzt eigentlich ganz schön.
Hier, wir sind im Chill-Café, sieht man das? Ich kann nicht zoomen, weil ich zu blöd bin, die Kamera zu führen. Aber ist auch egal. Wir schauen jetzt einfach mal, was es wird. Ist das hell genug? Ey, warte mal, mache ich überhaupt ein Video? Ja, du musst da, ja. Okay, warte. Also so isst man heutzutage einen Burger. Ich weiß ja nicht. Ja, ich muss hier erstmal aussortieren. Das kommt alles auf meinen Teller. Da ist einfach am Ende nichts mehr auf diesen Burger drauf. Ich esse keine Tomate, keine Gurke, keinen Salat. Das muss ich jetzt hier erstmal sorgfältig aussortieren. Die Szene ist gerade so gefaked, weil die haben das gerade eben schon mal. Nein, stimmt überhaupt nicht. Ja, und jetzt kann ich meinen Burger auch genießen. Den Juden. Den Juden. Hopp, weiß man ei. Es ist verschwommen, es tut mir leid. Hallo Mandy. Ich habe jetzt gerade mal kurz unseren Vlog übernommen und wir sind jetzt gerade in so einem Film. Oh, leck mich am Arsch. Ich darf nicht filmen, ich muss die Kamera wieder ausmachen. Ich bin gerade auf geheimer Mission. Ich wurde gerade fast rausgeschmissen, weil ich filme. Und jetzt bin ich hier auf geheimer Mission. Was machen wir denn hier gerade? Hier kann man für einen Rucksack so Patches. Richtig neu. Ja, richtig cool. Und was macht man dann damit? Ich glaube, dass man die drauf. Die klebt man nicht. Okay, ich glaube, ich muss wieder ausmachen. Wir befinden uns jetzt hier gerade wieder. Wie oft habe ich das jetzt gesagt? Aber wir gehen jetzt raus, sonst werden wir noch rausgeschmissen. Ja. Boom. Next switch. So, was machen wir als nächstes? Wir steppen weiter. Wohin? Beide. Richtig coole Tasche gekauft. Okay. Die ist super. Ja, und was machen wir jetzt? Okay. Also Freunde. Wo sind die Jungs? Wir haben die Jungs verloren, aber ich übernehme jetzt einfach mal den Vlog. Und jetzt erleben wir ein bisschen Ella Nightlife.